Und damit willkommen zu einem neuen Projekt namens Portal 2 mit Ben. Aus denen Fall ihn auch runter. Wir haben, ja, wir haben mal mit Zeit gehabt, einfach einmal noch mal online. Auch wenn es schon ein bisschen durchgezockt ist, ich könnte mal ein Team, das sich noch näher stand, aber ich muss. Ich labert hier jahrelang und labert nichts. Der andere, nun. Und los geht's! Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Übrigens, diesen Taschenrechner. Ja, wir waren mal Taschenrechner gewesen und wurden eine Hightech-Anlage gebaut. Ja, also. Also, andere natürlich, unser Kern ist Taschenrechner. Das ist so, als hättest du einfach zu wenig Chips in so einem riesigen Lager. Und nimmst nur den Taschenrechner aus dem Büro, ja, gell? Ja, weißt du, so deinen Mitarbeiter nerven. Hey, krieg mal eben den Taschenrechner, ja, wofür? Ich brauche mal deinen Chip. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Muss hier rein. Gut. Ah. Wie lange wir die ersten Level nicht gemacht haben. Ja, weil ich muss hier doch erstmal Knopf. Knopf. Wo du dein Portal gesetzt hast, macht eigentlich nur Sinn. Och, nö. Ach. Blue Ahead. 5 Kollaborationspunkte. Danke schön. Tschüss, ich geh! Los, komm, Tür! Ach so! Scheiße! Hervorragend! Ja! Wissenschaftliche Spitzenleistung. Ich muss mal die Kamera schneller winken! Arbeit, aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin... Da kommst du die Maschine, wenn du das machst! ...in die Geschichte ein. Das ist wirklich so, wenn ich mal den Esel einfach die Kamera schnitzen, die einen Ding kriegst du eine Schiebe dafür. Ja, ich hab so eine Schiebe aber schon. Achso, ich glaube ich auch schon, aber egal, ich mach's trotzdem. Ich tun's einfach trotzdem. Ja, das ist so eine Art, hier, was musst du machen für Wir müssen die Scheiße machen, die diese labernde Roboterfrau da uns aufgibt. Namens GLaDOS. Und GLaDOS mögen stellt euch vor, GLaDOS in einigen Spielen der Menschen gewinnt GLaDOS sind diese Taschenrechner. In Wahrheit bin ich mehr, wenn weniger. Hey! Was hast du gesagt? Ich, ich bin da durch, geh zurück! Geh du zurück. Ich bin zuerst durchgegangen. Hey, ich bin zuerst durchgegangen! Aber ich soll totaler stellen. Los, Latsch. Okay. Ja, durch. Oh. Noob. Trinken. Schluss jetzt. Nein, ich bin nicht nah genug dran. Diese Kameras momente höllischer Schmerzen und Qualen von Testsubjekten. Wenn die Testsubjekte überlebt haben, übrigens, das sie da ist nicht GLaDOS. $5 kaufen. Für die Leute, die Paul nicht kennen. Ihre Angehörigen die Bilder kostenlos. Die Fotos waren nicht so beliebt. Och nö. Also erhielten die Kameras einen neuen Zweck. Mein Gehirn ist kaputt, Hilfe. Dann machst du genau das gleiche wie ich. Okay. Oh. Pinkt man denn? Bist du bereit? Ja. Okay, dann gehe ich jetzt hier durch. Aus. Eins, drei, zwei, eins. Oh, ein Ball. Mein Ball. Na. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit... Mann, ihr sehen könnt, sind wir inkompetent. Also Ben, wenn sie nicht. Weißt du, was geil ist? In der Ansicht siehst du einfach nur nicht dein dein Gestell und nicht deinen Kopf richtig. Ne, du bist aus dem Kopf rausgezogen schon. Ich hab den Kopf schon mitgenommen. Nee. Auch wenn der mal so bloß übrig bleibt, aber egal. Kennst du diese Kinderserie? Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt wird stets gewährleistet. Ich auch nicht. Sind diese Tests möglich? Angesichts des bisherigen Verlaufs wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung. So, bitte da Portal setzen. Bitte Dankeschön. Ihr wisst, dass ich nicht zurücktreten kann. Ich will einen Würfel. Gib mal einen Würfel, danke schön. Würfel. Töte es! Was soll das?
Monster. Ja, Ben, du Monster, aua. Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Übrigens, GLaDOS hat schlechte Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. So, da, Portal 16. Hier pinkt man denn? Oh, da. Hier ist dunkel. Hi. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Dankeschön. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Ah, Mann. Wir mögen uns alle ganz doll, gell? Ja, wir sind beste Freunde. Oh, dieses Laufband einfach so, macht einfach keinen Sinn. Komm, wir gehen zur nächsten Sache. Nein, wir laufen auf einem Laufband und kommen kein Stück voran. Oh, ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. War geraden. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere Diesmal bereit gehst du ist, nach ins Getümmel zu marschieren. Sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Krieg es aus, immer dem auch faul. Also wir werden ein bisschen töten. Ich war kurz verwirrt. Hier im Portal? Dafür erhältst du 14 Kollaborationspunkte. Oh, wieder kommen! Ich fahr ein bisschen nicht. Stop it. Mann, versuchst du mich hier umzubringen? Nein. Oh verdammt! Let me out. Ich will mir den Bus! Ich bin schon wieder verwirrt. So. Komm ich jetzt auf. Wir haben glaube ich schon gefailt. Achso, Boah, was ist Nein! Ah, was? Orange ist kein Mensch. Die Vertrauenslektion ist nur einmal nötig. So wird ein Kollaborationspunkt abgezogen. Oh Mann, was machst du denn für eine Scheiße? Ach, fee. Und da war ich nie schuld, ich dachte, du bist durch. Oh! Yes! Challenge! Blue erhält 25 Kollaborationspunkte. Tschüss! Oh Mann, fick dich doch! Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Oh, das war toll, die Runde. Einzelner Aspekt in euer Endergebnis ein. Ach, bei Maul, ich will hier endlich weg. Orange, du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Ja, Punkte bekommen und schreit das Bieten dann mal. Ach, Mann. Das ist richtiger Bullshit. Ey, weißt du, was wir als nächstes machen? Du kaufst dir,
Hier, Watch Dogs und Spiel. Nicht in der Aufnahme. Ach, Mann. Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Aber du lügst! Wenn es das wäre, dann würde Orange gewinnen. Ist aber keiner. Er hat einen Laserraum gebraucht, gell? Mann, du hast jetzt nicht erst einmal... Geht noch ein Stück. So gut. Mhm. Ich war nicht mal drinnen. Ah, ich gehe, tschüss, aua. Muss ich den gleichen Bullshit jetzt auch nochmal machen? Ich muss nur bis dahin kommen, scheiße. Das ist ja Bullshit. Du musst ja total da springen. Komm mal runter, die. Nein! Oh, wer hat's durchgefallen? Ich hätte wohl genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ist, bei dem mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten, nicht völlig zu versagen. LOL! Nicht völlig zu versagen. Bist du Ben? Weißt du, bei mir ist einfach gemacht, wenn ich SRG drücke, dass ich einfach... Wenn ich SRG während dem Ladescreen drücke, dann höre ich einfach trotzdem noch den Schieß-Sound. Also. Oh Mann, was hast du eigentlich für ein Headset? Ein Headset? Na, das ist es. Ich habe keine Ahnung. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Was der ist nächste das? Test ist so gänzlich anders. Ich kann, ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Ich komme nicht vor. Wisst ihr es. Geh an Schalter 1. Warte, das war... Boink. Tschüss! Durch mein Portal! Da ist ein Knopf, gell? I don't care. Dies ist faster. Und gleich werden wir explodieren. Zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Und eins noch. Ich bin da, wo du nicht hinkommst. Wenn ihr Strecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen. Wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Hast du das gehört? Glücklicherweise spürt ihr... Die Tür ist offen, da geht nicht durch. Tschüss. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens... Er kam nicht mehr durch! Ach, Manu. Wow, deine Polygon ist dunkler als meine. Ich bin halt gut. Das ist sowas schlecht. Ach man. Ach, jetzt sind wir hier, haben wir Event durch. Hattet ihr Angst vor den Tests? Nein. Scheiße. Warum ist hier eigentlich? Oh.
Brille. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. I don't care. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Du musst da dein Portal machen. Nee, du bist dumm. Scheiße. So geht das. Scheiße. Schenk jetzt meins mal rein. Okay. Du bist dran. Ja, mach dein rotes mal hier hin. Und du darfst wieder hochkommen. Ich will doch nur helfen. Warte, so, mach. Ach, du bist doch ein Spacken. Hat die gleiche Auswirkung, also. Oh, hallo, Idiot. Da habt ihr es, die Technik hasst mich auch. Whoop. Was jetzt? Ah, ich weiß wie. Ja, geh nochmal nach da oben. Was ist da oben, du Vollidiot? Da oben, genau. Dann machst du es so. Verstehst du? Nein. Und zurück. Oh, ich kann nicht mehr hoch genug. Hä? Wie? Ist da oben eine Plattform? Mhm. Komm doch mal runter. Geh du mal da hoch. Okay. Schenk jetzt mal das Loch rein. Au. Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Den Sicherheitswürfel, gell? Sehr. Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Doch. Ben, komm mich hier ruhig, ich hab Augenschmerzen heute. Augenschmerzen? Ja, ich weiß. Augenschmerzen von Ben sein Anblick. Du siehst mich zwar nicht, aber alles klar. Noch wieder aufgebaut, was das will. Ist schon krassig genug. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Verzeihung. Neue Hebel da. Was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen. Los, Bart, Ben, los, geh da rein! Konsequenzen. Welches? Warte. Ich habe Angst. Oh, fuck. Bist du bereit? Machst du es da mal eben? Das musst du machen, ihr sollt das Ding wegmachen! Voll nicht! Fuck the fuck! Jetzt! Gut gemacht. Ich habe diesen Test Ja, ich sehe, dass du winkst. Guck mal bitte. Das ist das Achievement schon. Ich weiß nicht, ich habe Augenschmerzen, deswegen sehe ich nichts. Du hast ja auch nur ein Auge. Aktuell nutze ich nur ein Auge, ja. Ich meine, das ist wirklich so dumm. Nein, ich will mein rechtes Auge zuhören, das tut ja nicht weh deswegen. Nee, ich meine im Spiel, du dummes Scheiße. Ach so. Ja, meins ist aber größer, denke ich mehr als du.
Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Minderwertig. Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Ich bin ein Beispiel, hast du gehört? Alter, mal. Alter, mal. Warte, so. Ich spring rein. Du, ich muss das machen! Nee, yeah, geh rein! Oh, immer bin ich das Versuchsopfer. Du bist immer das Opfer, ich weiß. Und flieg, Opfer, flieg! Das war lustig. Du musst eh drücken! Was soll ich? Einen Knopf drücken? Den hier? Mhm. Sicher? Ja, drück einfach. Ich hab's gewusst! Oh Mann, ich wollte den Vlog abnehmen! Hat aber nicht geklappt! Keine Option auf den Tod. Und das soll Wissenschaft sein. Ach nochmal. Okay. Komm, hol ihn dir. Lol. Lol. Vom Knopf. Ganz am Ende und dann sowas. Oh! Erst nie hier durch, glaube ich. Nehm dir oben ab. Warte, ich werf ihn hoch. Halt mal hoch. Ich dachte kurz, er ist ins Wasser gefallen. Leg dich! Und es hieß, niemand würde bei diesem Test je sterben. Danke für den gegenteiligen Beweis. Der ist jetzt weg, wenn du da durchgehst, gell? Schön. Peabody. Riecht schön animiert. Wink, 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 ja. Und ja, du sollst drehen. Oh, nee, ich dreht in der Hand. Guck mal, Handgelenk. Ich kann mein Handgelenk drehen. Wisst ihr noch, als ich sagte, ihr werdet die Einzigen, die den Peabody Ben, warte mal. Wir machen wir jetzt. Gelogen. Also, das war's für die erste Part. Bei Portal 2. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.